Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Hitman. Und ja, wir probieren das nochmal so. Ich gehe hier hin. Schmeiß die Münze dahin. Ah, okay. Deswegen hat er reagiert, weil er die Münze gehört hat. Das war das Problem. Das hat der jetzt nämlich nicht gesehen, weil der ja nicht so schräg gucken kann. Der sieht ja nur, was auf Fensterhöhe passiert. Und wir können jetzt also hier rein. Der da drüben erkennt uns. Untersuchen Sie das Sicherheitsprotokoll des Chats. Machen wir. Nein, nicht laden. Stopp. Warum kann ich nicht speichern? Jetzt kann ich, okay. Ja, das mache ich jetzt lieber ein bisschen öfter als zu wenig. Einfach nur aus dem Grund, weil wir dann immer wieder das Gleiche machen müssen, wenn ich es nicht hinbekomme. Und dann ist eben allgemein praktisch. Wenn das funktioniert, da ist eine Kiste. So, da hat es noch mehr Kisten. Also wir können hier tausende Leute verstauen, rein theoretisch, wenn wir wollten. Da hat es noch mehr Kisten, also an Kisten mangelt es hier absolut nicht. Und mit dem Instinkt oder wie auch immer das hier heißt, zu schauen ist sicher gut, da ist unser Ziel. Und wir sollen das Sicherheitsprotokoll des Chats untersuchen. Rattengift? Das ist schön, dann. Also Rattengift war bis jetzt in den Hitman-Teilen, habe ich mir sagen lassen, tödlich. Jetzt ist es nicht mehr tödlich, führt nur dazu, dass die erbrechen und aufs Klo gehen. Und da kann man das Ziel dann rein theoretisch ertränken. So, wir schauen uns das Sicherheitsprotokoll an. Jasper Knight certainly knows how to make an exit. But first, he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. Verkleiden Sie sich als Flugzeugmechaniker. Alles klar. Jetzt sind hier Mechaniker, da hat's welche, aber die kriege ich ja so niemals. Getäuscht, oder? Ja, go ahead. I disabled the ejector seat mechanism. Ein Bleirohr. Okay. Da sind nur Wachen drin. Was hat's hier noch? Eine Tasse Kaffee, die wir vergiften könnten. Vielleicht von dem Arbeiter. Das sieht keiner. Okay. Das ist jetzt vergiftet. Das heißt, der Mechaniker geht aufs Klo. Da könnten wir rein theoretisch einen Feueralarm auslösen. Ich lasse das mal. Das können wir dann vielleicht als Fluchtmöglichkeit benutzen. Die Wache da kann uns entdecken. Da müssen wir aufpassen. Müssen wir jetzt einen von den beiden... Ah ne, da ist noch einer. Ich muss immer ein bisschen... Es wäre ein bisschen schlau, wenn ich auf die Markierungen schaue, weil es wird mir hier schon exzellent angezeigt, wo ich meine Ziele finde. Und ich gucke da immer nie, so wie auch das Crewmitglied in der Küche. Das habe ich auch nicht so sonderlich gecheckt, als der mir da angezeigt wurde. So, den schmeißen wir hier rein. Aktivieren Sie den Schleudersitz. Was haben wir da noch? Ein Schraubenschlüssel. Ja, Mechaniker mit Schraubenschlüssel, das ist schon gut. Er kann uns entdecken.
Der zweite Mechaniker ist, glaube ich, gerade auf dem Klo. Okay, dann müssen wir den mit der Münze ablenken. Und dann... Hört er das? Ja, gut. Das ist sehr gut. Komm, 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 Hitman. Schleuder das jetzt aktivieren. Mach schnell, Junge. Oh, scheiße. Ja, der kommt zurück. Ich hoffe, ich komme da weg. Sicherheit geht vor. Das letzte Puzzleteil. Die Falle ist gestellt. Holen Sie jetzt Jasper Knight und leiten Sie ihn durch die Prozedur. Die Checkliste befindet sich auf dem Klemmbrett. Verstanden. Das Ganze schreit ja förmlich nach einem Unfall. Scheint mir auch so. Der sieht uns aber so nicht, ne? Der ist ja da am Schrauben mit dem Rücken zu uns. Der sieht uns so nicht. Okay, wir gehen Jasper Knight holen. Wo auch immer der ist, da drüben. Jetzt kommt aber leider wahrscheinlich der zweite Mechaniker wieder zurück. Da muss ich jetzt echt mega aufpassen, dass der uns nicht irgendwo in den Weg reinlatscht. Mit nur einem ist praktisch, zumal der ja sich wegdreht. Da hinten hängt der einen in der Kiste, den wir umgehauen haben. So, Herr Knight, bleib mal da. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh, must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way. So please. Are we doing this or what? Hello? You. Komm jetzt. Grease monkey. What's the hold up? Unbelievable. Ja, komm doch. Kommt er? Hallo? Ich dachte, er soll jetzt mir... folgen. Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Oh, very well. Jetzt kommt er. Okay. Gut. Das finde ich gut, dass der sich jetzt auch endlich mal dazu durchringt zu kommen. Da ist inzwischen immer noch ein Mechaniker, das ist gut. Und den anderen Mechaniker, der in die gefährliche Richtung geguckt hätte, den haben wir per Rattengift aufs Klo geschickt. Das ist schon mal echt praktisch. Und der eine Typ da unten guckt ja weg. Also der erkennt uns nicht. Der Big Boss läuft uns hinterher und dann machen wir mal einen schönen Sicherheitscheck. Kommt der? Okay, gut. So, Sicherheitsvorkehrungen beginnen. Okay, Mr. Knight, climb in the cockpit, please. All right. Rein mit dir. One step at a time. So. Step 1. Strap yourself in. Bitte anschnallen. Okay. All strapped in. Step 2. Locate the ejector seat handle. Schleudersitzhebel finden. Ihr könnt es ja selber lesen. Ich wiederhole es nur nochmal für euch. Yes, found it. Step 3. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Schön. Alter. Krass. Tja, so viel dazu. Oh my god, did that just happen? That shit was definitely not part of the plan. Ja. Ach du Scheiße, Körper wurde gefunden. Wer hat denn
Körper gefunden. Egal, ich gehe jetzt. Suchen Sie einen Ausgang. Unfallkill. Ja, wir haben den Jasper Knight, den haben wir erfolgreich getötet. Die machen uns hoffentlich keine Probleme hier. Da hinten wäre ein Ausgang für uns. Wen haben die noch gefunden? Ich habe nur den einen in die Kiste geschmissen. Haben die den gefunden? Weil was anderes macht ja keinen Sinn. Ansonsten würde ich jetzt echt gern gehen. Nur zur Sicherheit. Ich speichere mal. Weil wir haben es ja jetzt geschafft. Da vorne ist Tor, das Auto, wo der Hebel ist zum Level beenden, haben wir vorher schon gesehen. Und das ging jetzt verhältnismäßig zackig. Hat alles ganz gut funktioniert soweit. Ja. So. Mission beenden. Wunderbar. Congratulations, Agent. Für den Feldeinsatz zertifiziert. Chaka. Sehr schön. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Genau. Und das sind wir. Nobody ever came close. You defined the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Ja, nice. Geniales Teil. Und es ist einfach genial. Wir haben jetzt so weit gespielt. Und jetzt kommt noch die Mission Showstopper Episode 1 quasi, das davor war ja alles, wenn man es so nennen will, Tutorial und Intro. Und jetzt geht's zur ersten richtigen Mission, die einzige, die es bis jetzt eben gibt, wie gesagt, die Mission Showstopper in Paris.
Und ja, ich würde sagen, wir legen damit auch los jetzt, weil es hier eben weitergeht. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis. Beautiful and brilliant, she is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Mission status active. Ja, sehr nice das Intro für diese Mission. Ja. Das ist die Einsatzbesprechung. Unsere Ziele. Wer es lesen will, kann es lesen. Ich werde es nicht vorlesen. Es ist einfach zu viel. Aber wir wissen, beide Ziele müssen ausgeschaltet werden. Ich gehe mal zur Planung. Geschmuggeltes Objekt. Kellertreppe. Und wir können jetzt an der Kellertreppe uns was hinlegen. Ich weiß aber nicht was. Moderne Spritze, tödliches Gift. Okay, das legen wir uns an die Kellertreppe. Das können wir da hinschmuggeln. Verborgene Waffe. Die ist halt nicht... Ja, die wird verwendet, die finde ich auch cool so. Verkleidung, Requiem-Anzug, Smoking, klassischer Anzug. Also gut, so kennt man den Hitman, den klassischen Hitman. Das Smoking, ja, aber der weiße Anzug hat auch was. Der ist hochwertig. ich ziehe den mal an. Startpunkt. Wir können nur am Haupteingang starten im Moment. Später, wenn man das dann wiederholt spielt, kann man auch noch woanders starten, so wie es aussieht. Und ich würde sagen, wir nehmen einen Dietrich mit und die Münze. Und das war's dann soweit an der Planung. Ich würde sagen... Ach du Scheiße. Okay, das ist beide töten. Dann hat's hier... Wie viele Meisterleistungen? 18 Stück. Entdeckung. Okay, man kann da Sachen entdecken. Und... noch mehr verschiedene Belohnungen sammeln, um dann eben im Rang aufzusteigen. Also da gibt es dann auf jeden Fall noch mega viel zu tun. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt los. Und das passt dann soweit.
fangen diesen Part an und machen im nächsten Part dann weiter. Lassen ihm erstmal Zeit, es zu laden. Und ja, dann bin ich echt mal gespannt, wie gut die Modenschau aussieht. Also es ist grafisch echt ein Leckerbissen, das muss man sagen. Aber jetzt so die erste Mission, wo es mal so richtig Welcome to Paris 47. Zur Sache geht. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck. Der zeitlose Look, der Requiem-Anzug. So, er lädt gerade noch, jetzt sieht's gut aus. Sato, who has been hailed as one of the boldest young designers of his generation, surprised the fashion world earlier this year. Da geht das Interview vonstatten. Und unsere Ziele sind irgendwo da drin. Da und da hinten. Ja, das dürfte noch interessant werden, die Nummer hier. Haben auch schicke weiße Schuhe. Komplett in weiß, bis auf die Krawatte. Hallo? Das Lustigste ist, wenn man da reinläuft. Moment. Okay, der macht weiter. Welcome, Sir. Enjoy the show. Alles klar, danke schön. Da ist er ja, der Viktor. That is Viktor Novikov. Head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. How you doing? A pleasure as always. Make sure to join Dalia and I for a drink later. So direkt jetzt erschießen. Das wäre zwar nicht so die coole Variante, aber die Frage ist, ob man da noch lebendig wegkommt. Ich glaube es kaum. Ich schaue mich erstmal um. Da ist der Laufsteg für die Modenshow. Auch interessant. Hier gibt's was zu essen. Kann ich auch was essen? Nein, sieht nicht so aus. Aber da könnte man vielleicht dann was vergiften später. Das ist auch gut zu wissen. Und draußen geht's auch noch weiter, so wie es aussieht. Also ein riesiges Gelände hier. Ja, mir geht's ganz gut, du. Also echt, das muss man mal dazu sagen. Ein riesiges Gelände hier. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, mal ganz kurz speichern. Sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute.